Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Auf der Rinneralpenpiste in Ratschings wetteiferten am Sonntag die jungen Skirennläufer der U15 Altersklasse um den Landesmeistertitel. Der abwechslungsreiche Super-G im welligen Gelände nahe dem Jaufenpass versprach ein spannendes Rennen. Wechselndes Licht und diffuse Sichtverhältnisse forderten das Feingefühl der Rennläufer. Kleine Unebenheiten und Schläge waren oftmals kaum zu sehen. Hinzu kam bereits beim Trainingslauf starker Wind mit bis zu 60 Stundenkilometer im Startbereich. Ja, logisch ist das auch wie ein Lotteriespiel mit dem Wind, aber ich glaube eigentlich zum Schluss zählt die Leistung und der Ski ist natürlich allem wichtig. Einer, der stets aus der Menge der Teilnehmer hervorsticht, ist Thomas Meyer. Er überragt durch seine Größe, sein Gewicht und letztendlich auch durch sein Können die Konkurrenten. Zwei Landesmeistertitel und einen Vize-Landesmeistertitel hat er sich bisher gesichert. Einmal in Wattles beim Kombirennen, dann in Steinhaus und auf der Seiser Alben. Dort wurde er Zweiter. Früher bin ich schon vor dem ganzen Uferalben gut dran gewesen. Bei Super-Ski ist es davor einfach ganz gut, aber Schlalom bin ich auch ganz gut dran. In Ratschings war er auf seiner Heimstrecke wie erwartet schnell. Den Sprung nahm er gekonnt und mit einer direkten Linie fuhr er um fast 2 Sekunden schneller als sein Verfolger Hugo Mittermeier. Ich habe halt einfach die Passagen, die schwierig zu fahren waren, perfekt erwischen, ohne Fehler. Eigentlich den ganzen Lauf haben perfekt, ohne Fehler. Und deswegen denke ich, bin ich auch sehr froh. Und der schnelle Ski. Vater hat einen guten Ski gemacht, der Tata. Vater Herbert Meyer pusht seit Jahren seinen Sohn in Richtung Podium. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Er ist brutal ehrgeizig und ist brutal fleißig, sei es Training und allem. Er lässt nichts aus. Und also, wenn er so ein gesundheitliches Problem war, dass er mal krank gewesen ist, er hat es ein bisschen zurückgeworfen, aber er hat sich wieder voll eingebissen und ist wieder gut da. Selbstvertrauen hat der Sportoberschüler. Thomas Meyer zielt bei den Italienmeisterschaften Ende März auf ganze 3 Podestplätze ab. Ich denke, er hat sicher Chancen in Super-Ski und in Slalom. In Riesner denke ich, ja, mal noch gut trainieren, schauen wir weiter. Hinter dem Vize-Landesmeister Hugo Mittermeier fuhr Samuel Tollardo auf den 3. Platz. Der Finschker hat damit ein überaus starkes Lebenszeichen von sich gegeben. Gut, habe ich mir eigentlich schon verdient, sage ich. Weil ich bin eigentlich schon in die Zonenrennen gut gefahren, in Super-G, aber super gegangen. Ich schaue jetzt weiter, wie nach der Italienmeisterschaft, aber ich bin heim brutal zufrieden. Denn ich bin auch zufrieden mit meinem Lauf im Allgemeinen und das passt schon eigentlich schon heim. Bei den Damen wurde eine kleine Rennläuferin aus Gröden zur großen Siegerin. Julia Demetz. Obwohl sie im Trainingslauf sogar zu Sturz kam, fuhr sie schon eine Stunde später ein Rennen, bei dem keine andere Teilnehmerin mithalten konnte. Die Verhältnisse waren gut. Sehr gut, weil ich habe gedacht, dass Schnee ein bisschen weicher wird, aber es hat schon gehalten. Demetz ist Jahrgang 98 und somit ein Jahr jünger als viele andere Rennläuferinnen ihrer Kategorie. Trotzdem hat sie in dieser Saison keine Probleme gehabt, um Spitzenplätze zu erringen. Den Landesmeistertitel im Super-G hat sie sich mit Fleiß und Motivation erarbeitet. Mir gefällt auch ganz Super-G, deswegen habe ich auch ganz ein gutes Gefühl. Aber ich habe auch hart trainiert und das macht sich dann auch bezahlt. Die Vize-Landesmeisterin heißt Magdalena Haas vom Verein Ski Kai Bozen. Diese verdrängte Vera Tschurtschenthaler vom Trainingszentrum Hochbustertal auf Rang 3. Super-G ist eigentlich meine Disziplin, weil ich meistens oft einmal wie Angst. Aber heute ist es gegangen und ja. Weil im Probelauf bin ich halt weiter hinten gewesen und ich habe es nicht erwartet. Also ich bin ganz froh über den 2. Platz. Am Sonntag steht am Pizzella der Slalom auf dem Programm. Thomas Meyer und Julia Demetz können dann mit etwas Glück erneut zuschlagen.
um somit beste Voraussetzungen für die darauffolgenden Italienmeisterschaften zu haben. You want a part of me.